Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Heute bei ErzTV Kompakt, der Nachrichtensendung aus dem Erzgebirge. Herausforderung Asyl, Turnhalle erneut Notunterkunft, Herausforderung Arbeitsplatz, Jobcenter mit Förderprogramm und Herausforderung Steilwand, spektakulärer Motorsport. Seien Sie gegrüßt. Ich weiß gar nicht, ob wir in den 2 Monaten, die es unsere von Montag bis Freitag täglichen Nachrichten bei ErzTV gibt, schon mal in Geier gewesen sind. Wie auch immer, eine nicht ganz alltägliche Veranstaltung des TSV Geier war uns ein guter Grund, in der Bingestadt vorbeizuschauen. Der Steilhang an der Waltershöhe in Geier lockte am vergangenen Wochenende mehr als 300 Zuschauer zum spektakulären Speedhill-Rennen an die Strecke. Mit der Resonanz der Zuschauer und Starter war der TSV Geier zufrieden, der zum 9. Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte. Die 300 Meter lange Strecke in der Bingestadt hat es in sich, was auch die 86 Teilnehmer spüren sollten. Vom Start bis zum Ziel gibt es keine Ideallinie. Schnelligkeit und eine gute Balance der Maschine waren hier das Rezept für eine Zieldurchfahrt. 2-, 3- und 4 Räder nahmen es mit dem Steilhang an der Waltershöhe auf, wobei aber nicht jeder Fahrer beim ersten Mal das Ziel erreichte. Lockerer Boden, Steine und Spurrillen forderten unter den Fahrern ihren Tribut. In der Sonderklasse Seitenwagen startete das Gespann Ronny Winkler aus Chemnitz und Rico Busch aus Niederdorf. Sie kamen ohne Probleme mit ihrem Gespann im Ziel an, was natürlich den Zuschauern gefiel. An den Start gingen auch 11 Kinder mit ihren Maschinen. Die jüngsten waren gerade mal 9 Jahre alt. Bei ihnen soll die Begeisterung für den Motorsport unter Wettkampfbedingungen geweckt und gefestigt werden. Und sie sollen das Gefühl für Gelände und Maschine kennenlernen. Bei manchen fehlte das kleine Quantum Glück, aber mit Hilfe der Streckenposten kamen auch sie zum Ziel. Obwohl der Spaßfaktor im Vordergrund der Veranstaltung stand, gab es unter den Wettbewerbsfahrern einige packende Duelle. Auch die Quadfahrer nahmen es mit der Waltershöhe in Geier auf und gewannen das Duell Steilhang gegen Quad für sich, sehr zur Freude der Zuschauer. In der Klasse Quad konnte sich Hannes Propp aus Aue vor seinen Kontrahenten Michael Kunert ebenfalls aus Aue und Max Leimann aus Lützen durchsetzen. In der Klasse Sport- und Wettkampffahrer siegten Stefan Hetze aus Mülsen vor Otto Freund aus Drehbach und Markus Bonswolf aus Schwarzach. Bei den Amateuren fuhr Daniel Maschke aus Schwarzach vor Johnny Bergert aus Zwönitz und Alexander Müller aus Meinersdorf den Sieg ein. An diesem Samstag waren 60 Helfer am Steilhang Waltershöhe im Einsatz. Am Ende der Veranstaltung waren keine Unfälle mit Verletzten zu verzeichnen. Im Erzgebirgskreis waren im August weniger Arbeitslose gemeldet als noch vor 4 Wochen. Aktuell sind 12.289 Personen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 6,8%. Im letzten Jahr betrug sie 7,2%. Der Arbeitsagentur wurden im August 555 neue Arbeitsstellen gemeldet. Damit stehen insgesamt 2.149 Stellen für die Vermittlung zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 336 oder 18,5% mehr. Die meisten gemeldeten Stellen gibt es in den Bereichen Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung, Metallerzeugung und Bearbeitung, Metallbau, Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung sowie kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus. Das Gelände der ehemaligen Jägerkaserne in Schneeberg stand am Dienstag gleich zweimal im Blickpunkt. Die Landesdirektion Sachsen hat im Verlaufe des Abends damit begonnen, erneut Asylbewerber vorübergehend in der dortigen Turnhalle unterzubringen. Maximal sollen 200 Asylbewerber in dieser Notunterkunft ein Quartier erhalten. Hintergrund der erneuten Notunterbringung in der Turnhalle in Schneeberg ist der unverändert hohe Zustrom von Asylbewerbern nach Sachsen.
Allein im Juli sind mehr als 4.000 neue Asylbewerber nach Sachsen gekommen. Täglich erreicht derzeit zwischen 200 und 300 neue Asylbewerber den Freistaat. Nach einer Bauzeit von weniger als 4 Monaten hat am 1. September die Außenstelle Schneeberg der Polizeifachschule Chemnitz ihren Betrieb aufgenommen. Die Sanierung des Stabsgebäudes der ehemaligen Jägerkaserne in Schneeberg läuft dabei weiter. Der Freistaat Sachsen stellt für die Arbeiten, die voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres endgültig abgeschlossen sind, rund 3,4 Millionen Euro zur Verfügung. Neben dem ehemaligen Stabsgebäude stehen für die Polizeiausbildung die Sporthalle, verschiedene Sportplätze und weitere Außenanlagen der ehemaligen Jägerkaserne zur Verfügung. Bauliche Veränderungen gab es an diesen Anlagen nicht. Das Erzgebirge präsentiert sich vom 4. bis zum 6. September gemeinsam mit der Kooperation der 16 besten Wanderwege Deutschlands auf der größten deutschen Outdoor-Messe der Tour Natur in Düsseldorf. Besucher erhalten am Stand in Halle 4 individuelle Beratung, Angebote und viele nützliche Tipps für den nächsten Aktivurlaub im Erzgebirge. Das Highlight der erzgebirgischen Wanderwelt ist der zertifizierte Qualitätswanderweg Kammweg Erzgebirge Vogtland. Der Kauf von Bioerzeugnissen aus der eigenen Region liegt im Trend. Das neue erzgebirgische Start-up-Unternehmen Mobile Mosterei Mildenau, das vor wenigen Wochen gegründet wurde, stellt sich genau diesem Anspruch. Unter dem Motto »Naturbelassener Saft aus deinen Früchten« erhält jeder, der sein Obst verarbeiten lassen möchte, bereits ab 50 Kilogramm Rohware Saft aus eigenen Früchten. Rohware unter dieser Menge wird als Mischsaft verarbeitet und angeboten. Morgen werden wir zeigen, wie Startup und heimischer Most zusammenpassen. Zu unserer Wochenserie. Auch Langzeitarbeitslose brauchen eine neue Perspektive. Neu ist ein Förderprogramm, durch das Betroffene auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen sollen. Im Dienstgebäude des Landratsamtes in Aue wurde ein Förderprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit vorgestellt, das es in dieser Dimension vorher im Erzgebirgskreis noch nicht gab. Wir informieren in dieser Woche über die Hintergründe. Wie der Leiter des Jobcenters Frank Reismann in Aue darlegte, stellte das Jobcenter Erzgebirgskreis Anfang des Jahres den Antrag auf Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds und auf Fördermittel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser SGB-II-Leistungsberechtigter auf dem Allgemeinarbeitsmarkt. Ende April bekam das Jobcenter Erzgebirgskreis den Zuschlag. Mit dieser Entscheidung haben wir rund 10,2 Millionen Euro zusätzliche Mittel in den Landkreis geholt für die Leistungsberechtigten im SGB II. Und es wird bundesweit werden für das ESF-Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit 850 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es nehmen insgesamt 341 Jobcenter teil. Das Programm hat eine Laufzeit bis 30.06.2020. Für die Betroffenen selbst kann es eine Perspektive eröffnen, nämlich durch intensive Betreuung aus dem Jobcenter, durch zusätzliche finanzielle Mittel, sich zu behaupten am Arbeitsmarkt und für die Arbeitgeber in Reiz, die wir natürlich jetzt benötigen in der Vielzahl, dort tatsächlich als Arbeitgeber erstmals diesen Menschen eine Chance zu bieten für reguläre Beschäftigung. Matthias Schröder, Leiter des Fachbereichs ganzheitliche Betreuung, ergänzt, dass für die 264 Personen, die in den Genuss einer Förderung kommen sollen, Integrationsstrategien entwickelt werden. Und die Strategie muss sein, weil wir eben bestimmte Dinge einfach nicht beheben können, zumindest gegenwärtig nicht, in der Vermittlung eine gering qualifizierte Tätigkeit, damit er erstmal wieder in den Arbeitsmarkt reinkommt. Das Entscheidende und Neue am Programm ist die individuelle Betreuung. Schon im Vermittlungsbereich muss es uns gelingen, einen Arbeitgeber zu finden, der bereit ist, eine Chance zu geben, in voller Kenntnis der ganzen Probleme. Und wir wollen und werden dort intensiv vermitteln, betreuen, während der Vermittlung schon. Und noch wichtiger, das sogenannte Coaching. Sprich, es wird dort Probleme geben, das ist eigentlich sicher.
Und wir müssen versuchen, gemeinsam mit dem Arbeitgeber im Rahmen des Coachings diese Probleme zu lösen. Aufgaben des Coaches werden sein, individuelle Beratung und Unterstützung des Arbeitnehmers über mindestens 6 Monate, Entwicklung und Förderung von Schlüsselkompetenzen für den beruflichen Alltag und das Erstellen eines Förderplans. Morgen geht's weiter mit unserer Wochenserie aus dem Jobcenter. Jetzt ein ganz anderes Thema. Die Silbermann-Tage sind das bedeutendste Musikfestival rund um die Orgel in Mitteldeutschland. Zum 21. Mal lockt das von der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft veranstaltete Musikfest bis zum 13. September in die Region zwischen Dresden, Freiberg und dem Erzgebirge. In Annaberg-Buchholz gibt es eine passende Ausstellung dazu zu entdecken. Passenden Klängen wurde in Annaberg-Buchholz eine Ausstellung eröffnet, die 500 Jahre Musikgeschichte in den Blickpunkt rückt. Im Rahmen der Silbermann-Tage 2015 zeigt die Manufaktur der Träume die Wanderausstellung Klingendes Erzgebirge, Reichtum einer Landschaft von der Reformation zur musikalischen Hochkultur. Dazu die langjährige Geschäftsführerin der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft Magdalena Tscholbe. Wichtig war an dieser Ausstellung deutlich zu machen, welcher Boden für Silbermann eigentlich im Erzgebirge, in Freiberg und im Umland schon gegeben war, dass er sich hier niedergelassen hat, nicht nur aus Heimatgefühl heraus, weil er ja in Kleinbobritsch bei Frauenstein geboren ist, sondern weil er hier wusste, was er vorfindet. Das Erzgebirge hat reiche Musiktraditionen und die wollten wir mit dieser Ausstellung eigentlich ein bisschen aufzeigen, für jedermann verständlich, und ich denke, das ist uns auch in großen Zügen gelungen. Die aktuelle Sonderausstellung geht dabei auf verschiedene Aspekte der außergewöhnlichen Musikgeschichte im Erzgebirge ein. Historische Notendrucke geben dabei nicht nur Kunde von frühen Kompositionen, sondern ebenso von der vielfältigen Musikpraxis vergangener Jahrhunderte. Dazu gehören zum Beispiel die wertvollen und berühmten Annaberger Chorbücher. Klingendes Erzgebirge heißt es in der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz bis zum 4. Oktober. Unsere Veranstaltungstipps. Zur 12. Brauerei-Wohnzimmer-Session gibt es am Sonnabend 21 Uhr in Annaberg-Buchholz einen Songwriter aus Berlin. Mike Lane veröffentlichte soeben ein neues Indie-Folk-Album mit dem Titel Sweet Notes und wandelt musikalisch irgendwo zwischen Nick Drake, Leonard Cohen und Simon und Garfunkel. Begleitet wird der englischsprachige Musiker von einem zweiten Gitarristen. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert darf etwas in den Hut geworfen werden. Blicken wir jetzt mal und für die Wochenendplanung noch rechtzeitig in eine andere sächsische Region. Auf der Festung Königstein im Elbsandsteingebirge gibt es am Sonnabend einen lautstarken Einblick in die Militärgeschichte. 200 Hobbykanonierer aus Deutschland, Tschechien und den USA feuern beim zweiten Kanonendonner über dem Elbtal ihre nach historischem Vorbild erbauten Geschütze ab. Veranstalter ist der erste Tripteaser Schützenverein. 33 Schützenvereine haben sich angekündigt. Mit ihren Uniformen und originalgetreuen Geschütznachbauten pflegen sie das Schützenbrauchtum vom Mittelalter bis zur Kaiserzeit. Am Sonntag findet im Modellbahnland Erzgebirge erneut eine Börse für Baby- und Kinderbekleidung und Ausstattung statt. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können Muttis und Vatis die Möglichkeit nutzen, um die Ausrüstung für ihre Jüngsten zu ergänzen. Wie wär's mit Eishockey? Für die Oberligamannschaft des EHV Schönheide 09 beginnt am Freitag 19.30 Uhr im Wolfsbau mit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen die Harzer Falken Braunlage offiziell die Saison 2015-2016. Erstmalig starten die Schönheider Wölfe in die Oberliga Süd und treffen dabei auf insgesamt 11 neue Mannschaften, wie zum Beispiel auf die bayerischen Traditionsvereine EV Landshut, EC Bad Tölz und EV Regensburg. Infos zum EHV Schönheide 09 im Internet unter ehv-fansport.de. Damit sind wir am Schluss der Sendung angelangt. Ich hoffe, unsere Themenmischung hat Sie auch heute wieder angesprochen.
Über Ihre Anregungen und Hinweise freuen wir uns aber auch. Sie können uns schreiben, am besten per E-Mail an redaktion@kabeljournal.de oder gerne auch mit der traditionellen Briefpost. Die Adresse finden Sie in unserer Bildschirmzeitung. Nachrichtenseitig halten wir Sie auch unter kabeljournal.de auf dem Laufenden. Auch da lohnt ein Klick immer. Ansonsten ist morgen ein neuer Nachrichtentag. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Hörgeräte Ehnert. Wir sorgen für lauschige Spätsommernächte.